Ja, grüße dich. Heute geht es um das Thema Schnarchen und was du dagegen tun kannst. Ich bin der Tobias von deinefaszien.de. Ja, Schnarchen ist natürlich nicht so schön, vor allem ja, für den Mitleidenden, der das Bett mit dem Schnarcher teilt. Ja, und der kann natürlich da nicht so wirklich was gegen tun. Er kann höchstens den Schnarcher sensibilisieren, dass er mal was dafür unternimmt. Und da muss man erstmal sich über, oder wer ist denn überhaupt betroffen meistens vom Schnarchen? Ja? Und da kann man einfach generell sagen, dass es überwiegend Menschen sind, die älter sind, so ab dem 40. Lebensjahr beginnt das bei den meisten und dann halt bis ins hohe Alter herein. Und warum passiert das erst so ab dem 40. Lebensalter? Das hängt einfach damit zusammen, dass die Muskulatur, der Muskeltonus weniger ist und immer reduziert wird von Jahr zu Jahr. Und das erschlafft quasi die Muskulatur. Und gerade dann so im Rachenraum haben wir viele Zäpfchen, viele sogenannten Rachensegel. Und die flattern einfach dann quasi, wenn die schlafen, wenn der Luftstrom da vorbeizieht sozusagen. Und das löst das Schnarchen aus. Aber ich möchte jetzt mit dir nicht da mehr darüber reden, was das Schnarchen auslöst. Da findest du auch im Internet super, super viel. Ich möchte dir mehr Lösungen an die Hand geben, ja? Was du machen kannst, wie du das Schnarchen reduzieren kannst, ja? Und da muss man einfach mal erstmal sagen, dass man da zwei Herangehensweisen haben muss. Einmal muss man die betreffende Muskulatur erstmal stärken, ja, weil ich habe ja gerade was vom Muskeltonus erzählt. Der Muskeltonus ist zu schwach und wenn du jetzt quasi schläfst, dann wird das ja noch lockerer, ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man den Muskeltonus höher setzt und den setzt du höher, indem du etwas für diese Muskeln tust, die quasi so im Rachenraum alle ansässig sind sozusagen. Und da werde ich dir jetzt gleich, wie gesagt, ein paar Übungen zeigen und dir an die Hand geben. Und dann muss man sich auch ja, die andere Seite noch anschauen. Und jetzt gibt es Muskeln, die dafür sorgen, dass der Rachenraum noch kleiner wird. Ja? Also die dann zum Beispiel auch im Alltag verspannen. Und ja, und die muss man dann quasi gezielt lockern, sodass der Rachenraum ja möglichst groß ist, so, dass da möglichst viel Luft durchpasst. Ja, das ist wichtig, wenn du quasi ja nicht mehr schnarchen möchtest. Weil in erster Linie ist es so, wenn's, ich habe ja gerade was von schlaffen Muskeln erzählt, und dann kommt noch dazu, wenn du jetzt quasi schläfst, dann ist ja deine Zunge auch etwas lockerer und die rutscht ein bisschen mehr hinten in den Rachenraum rein. Das heißt, der Rachenraum wird somit schmaler und somit ist halt auch weniger Platz für deine, ja, für die Luft, ja. Und das begünstigt natürlich auch noch das Schlafen. Genau. Was noch für ein Tipp ist, also wenn du schnarchst, schlaf einfach auf der Seite. Dann hast du schon mal den Vorteil, dass die Zunge nicht so in den Rachenraum hinten reinrutscht und der Rachen schon mal etwas größer ist. Ein anderer Tipp ist, dass du ja abends kein Alkohol mehr trinkst, weil Alkohol sorgt dafür, dass die Muskeln noch zusätzlich mehr erschlaffen und somit wird das, ja, wird das Ganze begünstigt. Ja? Das wäre nochmal so ein zweiter Tipp, den du quasi ja, befolgen kannst. Ja? Aber generell, wie gesagt, wichtig, etwas für die Muskeln zu tun, die im Rachenraum ansässig sind. Und da habe ich jetzt mal eine erste Übung für dich. Ich würde mal sagen, du putzt dir jeden Tag mindestens zweimal die Zähne. Dann mach einfach mal Folgendes: Wenn du fertig bist mit Zähneputzen, dann spülst du dir in der Regel aus. Ja? Und jetzt mach mit diesem Wasser einfach mal Folgendes: Jetzt gurgelst du mit dem Wasser. Also richtig mal einen Schluck Wasser nehmen und dann so richtig gurgeln und damit ein bisschen spielen. So richtig in den Rachen rein, wieder ein bisschen raus. So, ja? Das trainiert schon mal die Muskeln, die quasi im Rachenraum ansässig sind und somit stärkst du da die Muskelpartie. Ja, also erste Übung für dich, wenn du ein Schnarcher bist, gurgeln. Gurgel täglich. Fang mit 30 Sekunden an und dann steigerst du das Ganze von Tag zu Tag, sodass du vielleicht im Endeffekt so bei einer Minute 30 bist. Ja, das wäre so die erste Empfehlung, die ich für dich habe. Die zweite Empfehlung, im quasi geschlossenen Mund, ja, kann ich jetzt schlecht ausführen, drückst du die Zunge gegen den Unterkiefer.
Und das trainiert halt quasi die ganzen Zungenmuskeln, sodass deine Zunge nicht so erschlafft, ja, und dann in den Rachenraum hinten reinfällt. Aber auch die Rachenmuskeln werden damit gestärkt. Und der Unterkiefer, ja, auch ein bisschen. Ja. Aber der Unterkiefer muss zusätzlich noch gelockert werden, weil der Unterkiefer oft zu weit hinten drin sitzt, ja, und das halt auch den Rachen zusätzlich verengt. Und da zeige ich dir gleich eine andere Übung. Genau. Also, ich kann das hier jetzt nicht zeigen, ne? Also ganz einfach geschlossenen Mund und dann die Zunge gegen den unteren Gaumen drücken und gegen den Unterkiefer. Ja? Und das Ganze hältst du dann. Da fängst du auch an mit 30 Sekunden, Zunge gegen den Unterkiefer drücken und dann steigerst du das auch. Das kannst du sogar mehrmals täglich machen. Ja? Auch ganz, ganz wichtig. So, das wäre quasi, ja, genau, ansonsten kannst du so ein etwas längeres Röhrchen nehmen und pustest dir immer eine Papierkugel so weg. Ja? Das trainiert auch den ganzen Muskeln im Rachenraum. Ja? Ansonsten kannst du es auch mit der Atmung machen, indem du einfach tief durch die Nase einatmest und dann die Luft so richtig rausstößt. Ja? Ja, das sorgt auch dafür, dass da alles quasi trainiert wird in dem Bereich. Ja, wäre auch noch ein Grund oder ein Tipp, was du gegen das Schnarchen machen kannst. Ja, das, wie gesagt, sind die Sachen, die du machst, damit die Muskeln, die betroffenen Muskeln, die erschlafen, ein bisschen gestärkt werden. Dann habe ich gerade was noch zum Unterkiefer erklärt. Ja. Viele von euch neigen vielleicht auch unter Nackenproblemen oder Kieferschmerzen. Und da sollte man ja zusätzlich für den Kiefer was machen. Und wenn du schnarchst, ja, ist es wichtig, dass der Unterkiefer schön beweglich ist und hier nicht so verspannt. Ja. Wenn er nämlich verspannt, ist er zu dicht quasi hinten drin. Und dann drückt er, wie ich gerade schon erklärt habe, den Rachenraum, ja, wird er dadurch auch verengt. Und deswegen mach folgende Übung. Einfach den Unterkiefer nach vorne schieben und wieder nach hinten. Und das kannst du ideal vom Bett gehen machen. Dann hast du den Kiefer nämlich dann etwas weiter vorne und somit, wie gesagt, kommt mehr Luft in den Rachenraum rein. Ja? Das wäre auch noch ganz wichtig. Also diese Übung habe ich übrigens auch letzte Woche bei Facebook und bei YouTube hier gepostet. Einfach da nochmal in das Video reinschauen. Da findest du die komplette Anleitung, auch eine komplette für Unterkiefer, für den Bereich und auch für Nacken. Ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Schau da einfach nochmal rein. Ich setze den Link hier mit rein. Ja, okay. Und ja, wenn du Schnarcher bist, ist es wichtig, dass du auch durch die Nase atmest. Ja? Viele, die schnarchen, atmen durch den Mund ein und aus. Das ist auch nicht so 100% gesund, auch für dein Herz nicht, für deine Lungen nicht. Warum? Weil die Luft nicht vorgefiltert wird und auch nicht vorgewärmt wird. Durch die Nase wird die Luft vorgewärmt. Und somit kann die auch viel tiefer in die Lungen eindringen und dein Körper hat viel mehr Sauerstoff zur Verfügung. Und deswegen halt, mach Atemübungen. Mach einfach mal täglich bewusst, atmest du durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und das machst du mehrmals täglich. Das wird dir auch helfen, das Schnarchen, ja, in den Griff zu bekommen. Ja? Tief einatmen und ausatmen. Ja, das wäre jetzt noch ein Tipp, den ich für dich habe, dass du dir das bewusst bist, dass du wirklich immer durch die Nase einatmest, durch den Mund ausatmest. Und vor allem das tiefe Atmen ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn du tief atmest, kommt auch immer genügend Sauerstoff im Körper rein. Auch die ganzen Muskeln hier in dem Bereich werden viel stärker beansprucht, als wenn du nur oberflächlich atmest. Ja? Und vor allem, ja, dir geht es auch viel, viel besser, wenn du tief ein- und ausatmest. Deswegen atme dir einfach, nimm dir einfach mal ein paar Minuten Zeit am Tag und mach einfach mal die Übung. Stell dir eine Kerze quasi vor dir auf den Tisch, schau auf die Kerze, dass du dich da so ein bisschen drauf konzentrierst und achte nur auf deinen Atem. Tief durch die Nase einatmen und dann durch den Mund ausatmen.
Und dann achtest du nur auf deinen Atem. Ja? Okay, das wäre noch ein Tipp, den ich für dich habe. Okay, das war's dann. Wenn dich da vielleicht noch, wenn du da irgendwie noch mehr Fragen zu hast, kannst du mir gerne schreiben. Ansonsten sei noch gesagt, wenn du wirklich schon lange schnarchst und das nicht in den Griff bekommen hast, dann geh auf jeden Fall auch mal zum Arzt. Vielleicht muss man auch mal ins Schlaflabor, weil da kann es auch sein, dass vielleicht auch in deine Atemwege, wenn du vielleicht Polypen zum Beispiel hast, die begünstigen natürlich auch das Schnarchen, dann muss da vielleicht operativ was gemacht werden. Ja, aber das ist immer nur im letzten Step, wenn es wirklich nicht anders mehr weitergeht. Ja, okay. Ich hoffe, ich habe dir so ein bisschen geholfen und dir ein paar Tipps gegeben. Und ja, mein Ziel war es jetzt, dir ohne Hilfsmittel dir etwas an die Hand zu geben. Es gibt natürlich noch gewisse Hilfsmittel, die du quasi nutzen kannst, ja, um quasi ja weniger schnarchen zu müssen. Okay, wenn du Fragen hast, dann kommentiere einfach, dann werde ich super schnell antworten. Und ja, und dann mach doch mal einen Daumen hoch. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Dann bis im nächsten Video, dein Tobias.